Oh, okay, alles klar. Jetzt aber runter hier. Denn jetzt ist das Teil hier aktiv. Und die Tür gefällt mir nicht. Da kommt dann noch Jeff durch, könnte ich wetten. Und ich muss dann hier reinspringen. Und dann, weiß ich nicht, geht irgendwie eine wilde Verfolgungsjagd los oder so. Aber, oder ich muss hier schnell arbeiten, weil die Tür da hinten dann kaputt bricht oder sowas. Könnte ich mir so vorstellen. Na gut, also. Lass uns doch mal ordentlich hinstellen hier. Ah. Ungefähr so. So, Maestro. Es war so klar. Nö. Chef, du nervst. Toll. Chef, du Penner, ey. Okay. Ich habe jetzt Alter wieder weg. Okay, alles klar. Schema verstanden. Schema verstanden. Wir müssen dann rein. Wir müssen dann rein und ihm irgendwie hier... Weiß ich nicht, eine Falle stellen oder sonst irgendwas. Denn ohne ihn, mit ihm geht's nicht. Das könnte ich jetzt vielleicht sogar erstmal machen. Obwohl er hier so schön beschäftigt ist eigentlich, ne? Toll, ich wusste, dass da nochmal Jeff kommt. Das war mir irgendwie klar, ey. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier nochmal alles drin? Alles. Mehrere Mundschütze, so viele Münder haben wir gar nicht. Ah ja, hier kann man, hier kann man Jeff reinlocken. Ach, ist doch schön. Findet Jeff ein wohlverdientes Ende. Das gefällt mir. Bye bye, Jeff. Go, Jeff. Go, Jeff. Ich nehme an, er ist tot. Ich gehe trotzdem ein Stück weg. Na. Oh my God, Jeff, are you okay? Jeff, alles okay. Mann, wie geil. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, guck mal. Cornflakes. Ey, komm, wir haben ja noch hier mal irgendwas. Hier geht meine Taschenlampe an. Leck mich doch. Ach so, da machst du immer noch Abgase. Na klasse. Das ist sehr nett von dir, Jeff. Okay, nee, hier gibt es aber anscheinend nichts mehr. Okay. Jeff erledigt. Ich weiß nicht, ob das ein Achievement gab. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich habe nichts gesehen davon. Okay. Und Jeff seinen Ausgang. Aber hier noch Polymere oder sowas. Ach, ich kann sogar hier runter. Natürlich. Jawohl. Oh, schön. Jeff. Jeff erledigt. Ich bin ja so begeistert. Whoa, what did you do to Jeff? Yeah, I trapped Jeff in a trash compactor. And then I crushed him. God damn! Well, I hope you came across some of the good stuff. See you around. Okay, the coast is clear. Time to get that plug open, so we can get through those tunnels. Jawohl. Oh Gott. Das war jetzt schon ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Irgendwie dunstet der da immer noch vor sich hin. Keine Ahnung. Naja, soll er mal. Na. Oh, das war interessant. Ich weiß nicht mein Lieblingslevel. Aber definitiv interessant, muss ich ja sagen. Ja.
Oh je, das Problem mit diesen Tunneln ist, dass die ja... Das sieht einfach mal so geil und groß aus. That tunnel heads to the vault. Great. Also, little heads up. I think the tunnel is full of antlions. Das wollte ich sagen. Just in case I cut out permanently. Antlions. Yeah, you know, aliens with stabby legs. Oh, yes. And very small, like ants. Yeah, no. Nein. Like tiny little lions. Nein. No, that's not them. Na, größere. Pretty dangerous. Right. Well, whatever they are, they're down that tunnel. Yeah. Yep. Off I go. Off we go. Oh je. Ach schön, jetzt geht meine Taschenlampe an, obwohl ich noch im Hellen stehe. Sehr geil. Logbuch des Kapitäns. Es ist 2020 August jetzt und wir haben draußen im Laufe des Tages geschmeidige 35 bis 38 Grad. In der Wohnung bis zu 28 Grad habe ich gestern gemessen und naja. Aufnahme war nicht möglich, weil mir die Wife wieder abgeschmiert ist. Das heißt, jetzt ist es gerade früh um 6 oder so, ja. Ich muss in 2-3 Stunden arbeiten, aber irgendwie muss ich hier noch eine Aufnahme reinkriegen. Und da freue ich mich jetzt natürlich ganz besonders drauf, auf diesen Abschnitt hier unten. Das sieht so schön kühl aus da unten. Ja. Bei mir sind jetzt schon wieder 24, 25 Grad in der Wohnung. Das ist unglaublich. Naja. Ich könnte wetten, es kommt eh gleich ein Ladebildschirm. Achso, wir könnten trotzdem mal eine Waffe zur Hand nehmen. Man weiß ja nie. So, und ja, Achievements funktionieren trotzdem nicht. Stellenweise, ich glaube, ich habe es aber eingeschränkt darauf, dass ich gerne mal, wenn ich Aufnahmen mache, auf den Bitte nicht stören Modus stelle in Steam. Und das scheint Half-Life Alyx wirklich wörtlich und zu 100% umsetzen zu wollen. Also diese Tunnel sind echt eklig. Soll heißen, mir da keine Achievements anzuzeigen. So, und jetzt habe ich mal auf das Bitte nicht stören ausgestellt und mich auf anwesend und whatever gestellt. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder Achievements bekommen. Denn zum Beispiel die Sache mit Jeff hätte ein Achievement bei mir auch visuell auslösen sollen. Hat leider so nicht geklappt. Ich finde das total scheiße, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das war irgendwie klar. Ich finde das... Darf ich weiterreden, ja? Ich finde das total scheiße, dass die Achievements nicht klappen. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte hier bei dem Spiel, die ich haben muss. Es ist die geilste Erfahrung soweit, die ich VR-mäßig wirklich hatte bisher. Und das will was heißen, weil ich das eine oder andere echt durchgetestet habe. Und Elite Dangerous gehört unter anderem auch dazu. Und das war schon richtig eine richtig krasse Cockpit-Erfahrung, weil es einfach so völlig nahtlos und uneingeschränkt geklappt hat. Aber Half-Life Alyx ist auch geil. Am geilsten sogar irgendwie. Aber ja, die Achievements, dass die nicht ploppen, das nervt. Dass die nicht konsistent ploppen, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Das ist scheiße. Ich meine, sie werden aktiviert, so ist nicht. Aber ich sehe sie nicht, das nervt. Das nervt mich. Und das zweite ist wirklich die Karte, die für Zuschauer hier angezeigt wird. Die Ladebildschirmkarte. Hi, Combine. Combine hat nichts dabei, aber ist auch so ein bisschen tot. Noch mehr Combines. Die liegen doch mindestens schon Tage hier. Ich sehe Fliegen. Die sogar rumschwärmen. Cool. Habe ich irgendwelche Polymere verpasst? Also jetzt hier in dem Abstieg, ich hoffe nicht. Ich will nicht da runter. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Es gefällt mir eigentlich weniger. Und wenn jetzt hier Endlines kommen... Ich kann mich entsinnen, dass bei den Endlines eigentlich immer recht hell war. Man hatte zwar auch eine Taschenlampe dabei, aber durch diese Wandwürmer und so weiter, nicht Wattwürmer, sondern Wandwürmer, war es eigentlich immer relativ schön hell. Das fand ich eigentlich nicht schlecht dabei. Ich nehme an, ich darf hier unten... Jetzt ist es richtig schön scheißdunkel hier. Ich nehme an, ich darf hier unten keine Zombies erwarten.
Also jedenfalls nicht in rauen Mengen und Headcrabs wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich Headcrabs gegenüber Endlines benehmen. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, Jeff fand jetzt Headcrabs nicht so toll. Da vorne wird's heller, das finde ich gut. Warum habt ihr eigentlich kein Gelumpe dabei? Und warum sehe ich nicht mal ein winziges kleines Polymer hier blinken? Da unten liegt noch einer. Hier haben wir die Quarantänewand. Okay, von unten heute mal. Und irgendwie geht es da auch rein. Okay, na gut, da geht es ja nicht wirklich lang. Ich hoffe, ich finde die Musik geil. Ich hoffe, die hört man im Video. Diese stetig dreuende Musik. Finde ich super. Aber auch natürlich ein bisschen dreuend, ja. Dafür ist er ja da. Rohre und der ganze Scheiß, okay. Friemelviecher in der Luft. Schön. Warte mal. Hä? Kann ich nicht hier? Nee. Muss ich gucken, okay. Ich hätte gedacht, da ist was drin. Alter. Das sieht aber auch schon wieder krass aus, muss ich sagen. Und diese Fliegenschwärme hier sind echt ein bisschen lästig. Die verfolgen mich hoffentlich nicht. Aber so ein paar Glühwürmer wären eigentlich geil. Ich habe heute... Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ab und zu setzt mein Headset aus. Also jetzt nicht wegen der Wärme, sondern irgendwie generell. Meistens anfangs der Aufnahme in den ersten paar Minuten. Und diesmal habe ich es abgewartet. Habe mich dann noch ein bisschen oben bei dem toten Chef umgeguckt, ob ich irgendwas übersehen hätte, was nicht der Fall war. Und dann hat das angefangen mit dem Rumgefriemeln und ich starte jetzt in eine frische Aufnahme. Ich musste natürlich trotzdem das Headset resetten, aber zumindest muss ich die Aufnahme nicht extra schneiden. Hallo Ladebildschirm. Da ist die Karte. Also die könnt ihr jetzt wieder nicht sehen. Ich befinde mich jetzt also definitiv im Untergrund und aber so mehr oder weniger langsam, aber sicher auf dem Weg direkt unter das Hub, unter das Schwebende. Gefangenschaft. Okay. Wo zum Geier? Ich muss jetzt mal überlegen. Ah, hier geht's weiter. Alles klar. Okay, dann stehen wir ja jetzt richtig. Gefangenschaft. Ich hab's klicken gehört. Ich hör's klicken. Endlines sind in der Nähe. Und hier rieselt... Das, ich könnte es Wasser nennen. Das sieht aber seltsam aus. Es schwebt und hängt irgendwie in der Luft. Seltsam. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das gut finde. Ich hätte jetzt wirklich eher so mit Höhlen gerechnet und nicht mit einem Klo. Weiß ich nicht. Also wer sich an Half-Life 2 erinnert, der Gefängnisabschnitt, wo man die Endlines wenigstens schon kontrolliert hatte, der war cool. Ja. Schrotflinte. It is Pump Action Time. Man guckt natürlich trotzdem rum, wenn man Sachen übersieht. Ich werde mich gleich ganz furchtbar erschrecken. Ich könnte es wetten. Alter, was ist denn das schon wieder für eine... Haha. Was ist denn das schon wieder für eine Umgebung hier? Mann, jetzt kommen wir hier ins Horror-Krankenhaus, ja? Da sitzt einer. Glaube ich. Haha. Also das macht Spaß. Die Polymere suchen macht echt Spaß. Da ist, ein Röntgenbild von irgendwas. Jetzt ist meine Taschenlampe schon wieder aus. Mann, ey, ich wünschte, ich könnte das selbst bestimmen. You know, Russ, I'm sorry I didn't get you any vodka back there. That's okay. Well, you could pick up some on the way back. Na klar. Ich hätte mir ja gewünscht, so nach einem gewissen Satz an zerstörten Wodkaflaschen, dass sie das dazu irgendwie noch einen Kommentar abgegeben hätte, von wegen, da ist kein Wodka mehr oder sowas.
Hi. Na, dich brauchen wir doch bestimmt gleich. Da zum Beispiel, okay. Das war... Nein, nicht den Mülleimer. Das war nicht so, wie ich da alle Polymer gewollt hatte. Ausgezeichnet. Muss ich hier hintergehen? Okay. Dann gehen wir mal hier hinter. Oh Gott. Wie viel haben wir denn? Ich glaube, wir sind schon wieder fast bei 40 oder so, ne? Also, ich meine, ich sehe es ja nicht, aber ihr seht es hier links die ganze Zeit auf der Seite im Inventar. Wie viele Polymere wir dabei haben. Das ist äußerst günstig, wie du das jetzt hier hingestellt hast. Ach so, ja, stimmt. So. Ja, na, das sieht gut aus. Warte. Hä, wo bist denn du? Ach, hier. Okay, alles klar. So. Aha. Jetzt musst du halt hier einfach so rumdrehen, ne? Warte, das haben wir gleich. Na? Noch ein Stückchen. Ja. Na? Hä? Kann ich die bewegen? Nee, ich wollte gerade sagen. Irgendwann werde ich die Ehre haben, hier ganz nett vor mich hinzufriemeln und dann springt irgendwas aus der Wand oder so. Ich könnte es wetten. Hallo? Hä? Bin gerade so ein bisschen verwirrt. Hier reagiert. Es reagiert. Ich spüre, dass es reagiert. Nimm die Hand da weg, habe ich mir jetzt erschrocken. Ja, ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, irgendwann wird hier irgendwas aus der Wand springen. Hallo, das passt doch perfekt. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo hier das Problem ist. Gibt es hier noch mehr? Nee. So, ich habe jetzt nochmal geladen. Und wir werden uns das jetzt nochmal hier angucken. Ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt hier nicht hingehauen hat. So. Es ist ein anderes Rätsel jetzt, okay? Interessant. Also zumindest sind die nicht immer festgelegt. Und diesmal haut es hinten. Keine Ahnung. Whatever. So. Wie viel Polymer haben wir? 47 haben wir. Fuck, was hat noch gefehlt gehabt? Waren wir fertig, ne? Alles, was uns irgendwie interessiert hat, außer Dauerfeuer, haben wir. Okay. So, mit der wäre jetzt noch der Selbstlader definitiv. Der Laservisier braucht man nicht, Doppelschuss ist mir auch egal. So, und bei der hatten wir bereits das Laservisier, das erweiterte Magazin wäre ganz geil. Ja, Was nimmt man jetzt eher? Selbst leider bei der Schrotflinte. Wir haben mal so wenig Munition damit. Ne? Ich bin jetzt eher für das erweiterte Magazin erstmal. Ja. Nimm das. Alles klar. Schon fertig. Ach Gott. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schüsse wir damit haben. Ja, finde ich ja auch. Jetzt haben wir noch 17. Okay, das heißt, eine Erweiterung würde noch ausstehen. Das wäre halt der Selbstlader und dafür brauchen wir wieder 30, ne? Okay, alles klar. Aha. 3 left. Hä? Wie geht denn das jetzt schon wieder? Ist die jetzt voll? Es kann auch sein, dass sie jetzt einfach voll ist. Okay. Na gut. Ihr seht es auf der rechten Seite, ich nicht, wahrscheinlich. Na gut, alles klar. Dann weiter.
weiß nicht, ob das für die Endlines die perfekte Wahl war. Aber es ist zumindest für mich die perfekte Wahl.